Das hier sind meine drei Selbstverteidigungstaschenlampen. Ich weiß, dass das eine eigenartige Bezeichnung ist, aber wenn du wissen willst, was das bedeutet und was die Teile hier können, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rene Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Selbstverteidigungslampen. Das klingt jetzt zu eigenartig, aber es geht im Endeffekt darum, dass ich eine Lampe zur Verfügung habe, die dementsprechend Power hat, die man im Alltag als EDC verwenden kann, auf der einen Seite, die aber in einem Notfall zum Beispiel als Kubutan eingesetzt werden kann, beziehungsweise so fett leuchtet, dass das Gegenüber bei Dämmerung oder Dunkelheit mal so richtig fett geblendet ist. Das ist die Idee dahinter. Und ich habe hier diese drei Modelle. Das eine ist die Surefire Defender. Das zweite ist ein Walter, ich sage jetzt mal Lampen-Kubutan, ja, der auch zusätzlich ein Kugelschreiber ist. Da komme ich auch dann gleich dazu. Und dann das Teil, das kennst du natürlich auch. Das ist die Varia von, ja, von Olight. Die habe ich auch schon einmal vorgestellt. Fangen wir mit den beiden hier an. Das sind richtige Taschenlampen. Mach dann nachher auch dann gleich draußen mit dir den Dunkelheitstest. Also wir schauen uns dann einmal an. Aber der Punkt dabei ist halt, das sind richtige Lampen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Surefire einschalte, dann macht sie mal so richtig yeah. Wenn ich die Walter einschalte, dann ja. Aber die ist im Endeffekt nicht zum direkten Blenden da, sondern die ist dazu da, um den Weg auszuleuchten, um vielleicht, wenn man den Autoschlüssel irgendwo anstecken will. Für das ist das da, mehr nicht. Aber dafür ist halt ein schöner Glasbrecher. Die beiden hier haben keinen Glasbrecher. Also wenn du dir den vorderen Teil, also den Lampenkopf anschaust, dann wirst du es ja relativ rasch erkennen, dass hier solche kleinen, ja, Ausnehmungen sind, Zacken sind. Die sind nicht so scharf, dass man sie gleich aufschneidet. Sie sind auch nicht so scharf, zumindest auf jeden Fall bei der Olight auf keinen Fall und auch bei der Surefire, die ich ja schon seit einiger Zeit mit mir herumtrage, nicht so, dass du, wenn du es eingesteckt hast, dann automatisch irgendwo die Hose oder die Textilien beschädigt werden. So scharf ist es nicht, aber scharf genug, um jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hierher gehen, wenn man da jetzt dann Druck macht und ja, du siehst schon, da kann man Aua machen. Das ist zum Beispiel bei der Surefire oder auch bei der Olight, bei der aber nicht so stark, da ist es nicht so intensiv. Gut, die Olight, diese Varia, ja, schauen wir uns dann nachher gleich an, weil interessanterweise die Surefire, obwohl die nur 1000 Lumen hat, leuchtet die auch ganz schön, aber das werden wir gleich anschauen. Bei der ist es halt so, die ist recht massiv, die ist richtig schön stark, da hast du wirklich was in der Hand, zum Zuschlagen zum Beispiel, die ist dick, ne, dick fett. Und da ist halt die Frage, ob du das als EDC wirklich mitnehmen willst. Das ist die Frage. Sie ist natürlich cool, ich gebe da unten den Link auf Amazon, wenn du das magst. Hat den großen Vorteil, dass sie einen Akku hat, mit dieser Funktionalität hier. Ich habe das eh vorgestellt, gebe da oben den Link. Das ist hier bei dieser Surefire definitiv nicht der Fall. Die ist schlank, die ist leicht, die ist kompakt, die kann man wirklich als EDC einsetzen, obwohl sie doch relativ lang ist. Musst du ganz einfach für dich selbst entscheiden. Das zweite ist, dass hier hinten, da wo der Ein- und Ausschalteknopf ist, auch noch einmal hier diese Funktion gegeben ist. Einerseits, damit man nicht so leicht ankommt, dass man wirklich mit dem Daumen reindrücken muss, damit man die Lampe einschaltet. Also wenn ich nur so drauf gehe, passiert gar nichts. Da muss man wirklich da mittig reindrücken, damit sie was tut. Das ist das eine. Und das andere ist, ich weiß nicht, ob das wirklich, also ich bin kein Selbstverteidigungsexperte, würde ich jetzt von mir behaupten. Aber manche meinen, ich habe das in Foren gelesen, dass man dann mit dem auch noch einmal so durchschlagen kann. Also zack, zack. Ich weiß nicht, dazu steht das bei der Faust zu wenig weg. Also halte ich für ein bisschen übertrieben. Aber das soll so sein. Ein Rollschutz hat sie, also sie ist durchaus in Ordnung. Und das ist halt der Nachteil, die ist nicht wieder ladbar. Das heißt, es sind zwei CR123 Zellen, Batterien. Weiß ich nicht, wie man das nennt. Sind es jetzt Primär- oder Sekundärzellen? Ich vergesse das immer wieder. Schreib unten einen Kommentar. Auf jeden Fall, ich nehme das jetzt mal Batterien. Wenn die mal aus sind, sind sie aus. Ich habe auch mit CR2 experimentiert. Zwei CR2, die passen da rein und machen auch Licht. Ich weiß nur nicht, ich habe keine Rückmeldung von Surefire bekommen, ob das auch so vorgesehen ist für den Dauerbetrieb. Ich weiß es nicht. Gut, dadurch hast du aber auch einen Vorteil. Du kannst diese Lampe hinlegen und sie ist Fire and Forget für viele, viele, viele Jahre. Während sich natürlich ein Akku, ja, wie zum Beispiel bei dieser Olight hier, mit der Zeit entlädt, kann ich die hinlegen und sagen, nach 5 Jahren bin ich mir auch noch immer sicher, dass sie gut funktioniert. Also meines Wissens, wenn ich richtig informiert bin, korrigiere mir, wenn ich falsch liege, sollen die an die 10 Jahre halten, steht da Ablaufdatum drauf, na, 2030, ja, 2030 sollen die halten jetzt hier, mindestens. Also das ist der Vorteil. Und sie ist in einem viel höheren Temperaturbereich möglich, ne?
Das bedeutet, ich meine damit tieferen Temperaturbereich, einen größeren Temperaturbereich. Also bei Hitze ist auch der Akku jetzt nicht unbedingt das Problem, aber bei Kälte funktioniert das auch. Das heißt, für etwas, wo ich sage, da hängt mein Leben davon ab, ist das sicher meiner persönlichen Meinung nach die bessere Lösung. Aber soll so sein, soll so sein. Gut, wir schauen sie uns dann nachher noch gleich an. Und dann unser, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das billig eigentlich, den gibt es bei mir auch im Shop, gebe da unten den Link dazu. Die Surefire gibt es aktuell nicht bei uns, wir haben aber eine andere, die Aviator, glaube ich, heißt die Rotlampe auch mit dabei. Den Defender habe ich im Moment nicht im Shop, aber ich arbeite dran. So, die funktioniert jetzt hier mit einer AAA-Batterie, die eingesetzt wird. Ja, dazu muss man aber auch sagen, das ist eine Taschenlampe eben, um ein bisschen leuchten zu können, aber jetzt nicht, um wirklich eine Blendwirkung zu haben. Dafür ist das hier eben, jo, ein fetter Glasbrecher und das ist halt schon ein großer Vorteil, du kannst das auch multi-use, du kannst auch wirklich damit schreiben und ich glaube, dass das für den einen oder die andere auch interessant ist, mit einem schönen Clip auch dazu. Das ist alles gut gemacht und gedacht. Also, da sind sie jetzt, die drei, alle mit so Vor- und Nachteilen. Musst du mal für dich wissen, in welche Kategorie es reingehen soll, aber jetzt gehen wir raus und leuchten ein bisschen. Ja, beginnen wir gleich einmal mit der O-Light, die habe ich schon einmal vorgestellt, die, ja, die macht schon einmal so richtig die Barry X. Hey, schau mal, steht da einer? Hey, da steht ja was. Achso, das ist ein Stehmann, den der Tobias baut hat. Na gut, wie auch immer, auf jeden Fall, die leuchtet schon einmal so richtig, da tut sich schon einiges. Jetzt wollen wir uns im Vergleich dazu mal die Defender anschauen, die Surefire Defender, also anderes Licht, ja. Also während jetzt die O-Light wirklich so richtig schön kompakt an eine Stelle leuchtet und ja, da, ich schau mal da nach hinten, ja, bis ganz auf diese Kuppe. Jetzt schauen wir uns das einmal an mit der Defender, mit der Surefire. Die ist ein bisschen, die streut ein bisschen mehr, aber leuchtet auch schön aus. Also das ist halt jetzt Geschmackssache, was dir da lieber ist. Also sind beide einfach extrem toll, was die Leuchtwirkung jetzt betrifft. So, also hier die Surefire. Hier die O-Light, also ja, das ist einmal alles gut und schön. Wollen wir jetzt dazu noch etwas tun und zwar ja, unsere Walter mit ins Spiel bringen. Und wenn ihr die jetzt einschaltet, ja, das ist dann natürlich, ja, genau, das ist halt wirklich nur, dass man da schaut im Nahbereich. Also den Schneemann sehen wir auch, ja, soweit leuchtet sie schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, das wäre gelogen. Sie ist für das normale Ausleuchten durchaus in Ordnung. Aber wenn ich das jetzt natürlich vergleiche mit Blendwirkung, dann ist die hier einfach nicht gegeben. Also das muss man einfach so festhalten. Und wenn wir schon von Verteidigungslampe sprechen, dann ist dieser Blendeffekt halt auch irgendwie wichtig. Ja, das war jetzt das Video. Ich meine, Verteidigungslampen gibt es halt viele Konzeptionen und ich persönlich, mir ist die Surefire, obwohl sie am teuersten, am liebsten, die ist halt eine Fire-and-Forget-Lösung und hat halt auch seinen Preis. Ich gebe unten den Link auf Amazon. Mir hat mal ein Mann, der bei einer Einsatzorganisation bei der Polizei arbeitet und sagt, okay, wenn dein Leben davon abhängt, ja, und du eine Lampe brauchst, die hundertprozentig immer funktioniert, dann kauf dir eine Surefire. Und ich habe das Teil lieben gelernt. Also jetzt nicht in einer Verteidigungssituation, hatte ich Gott sei Dank noch nie in der Form, dass es so weit ging, dass es eskaliert ist. Aber die ist super. Die ist super, hat halt ihren Preis, gibt da unten den Link. Und halt nicht wieder aufladbar. Wenn ihr jetzt vergleicht die O-Light, diese Vario X jetzt hier, die habe ich schon einmal vorgestellt, die kann ich aufladen, halt mit dieser Funktionalität hier. Wenn das verloren geht, muss der neues kaufen, das ist halt der Nachteil. Die ist auch fett, die ist ein bisschen günstiger, gibt auch unten den Link auf Amazon. Dort habe ich sie auch gekauft und mag die auch extrem gern. Wobei sie halt dementsprechend groß ist, dadurch aber auch wuchtig und du hast einfach was in der Hand. Aber wenn man dazu sagen muss, manche hassen ja O-Light, weil die einfach extrem viel Werbung machen, manche fühlen sich belästigt von dieser Werbung und das mag schon sein, aber sie haben halt auch coole Produkte. Ich habe da jetzt was im Test, das ich auch bald vorstellen werde. Ist halt ganz einfach eine coole Sache. Ja, ist so. Oder eben, wenn du in die Richtung gehst, wenn du sagst, ich brauche gar nicht so eine fette Lampe, sondern mir reicht so ein bisschen Ausleuchten, dann ist auch das eine gute Überlegung. Und da habe ich mal mit einem Selbstverteidigungstrainer gesprochen, der also Frauen und Männer trainiert in Selbstverteidigung. Ich glaube, über den Polizeisportverein war das. Und dem habe ich zum Beispiel mein, billige Eigenwerbung, mein Multitool gezeigt, ja, wo ich auch sage, ich habe einen Glasbrecher und einen Kubutan, ein Pfeiferl und einen Feuerstahl und einen Schaber dafür. Und er hat gesagt, ja, ist super.
Aber das ist halt so ein Mischding, ja, zwischen draußen und drinnen und wer braucht das, weil ich gehe nie raus, hat er gesagt. Ja, ich bin halt kein Outdoor-Mensch. Und da ist mir eigentlich die Pfeife, die brauche ich eigentlich nicht. Ja. Die brauche ich in einem Feuerstall sowieso nicht. Die Länge wäre okay. Ich würde mir eine Lampe wünschen, hat er gesagt. Weil eine Lampe, die kann man immer wieder brauchen. Das wäre ein gutes Multi-Use und da ist sie jetzt. Ne? Genau, also das Teil kann ich da dann ans Herz legen. Und wenn du auch noch schreiben willst, was mir auch einige geschrieben haben, kann die auch schreiben rein in den Multitool. Nein, aber das hier wäre das eine gute Ergänzung. Billige Eigenwerbung gibt es natürlich bei mir im Shop. Das war's jetzt. Ja, schreib mal einen Kommentar. Schuhfeier, was hältst du davon? Manche meinen, das ist immer zeitgemäß. Sehe ich anders. Oder eben in diese Richtung hier oder das. Abo dalassen. Daumen nach oben oder nach unten. Da geht es zu mir im Shop, zu diesem Teil hier. Ein anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut. Dein René Rossmann. Bis bald und ciao.